Herzlich willkommen zurück auf den Straßen der Kämpfe. Oder so ähnlich. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vollgas restauriert, beziehungsweise im Original Full Throttle Remastered. Das hätte ich fast reloaded gesagt. Das ist hier Ben Throttle und das ist unser Motorrad und wir müssen ein paar Straßenkämpfe bestreiten. Leider. Das sind die berühmten Tim Schafers Action-Einlagen. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Aber müssen durch. Vielleicht kommen wir auch irgendwie später anders durch. Ja, ich glaube, ich muss mit Tastatur spielen. Das ist etwas besser. Ich meine mich zu erinnern, dass ich in der letzten Folge oder ich habe es tatsächlich... Oh, wird zu spät. Oder ich habe es dann tatsächlich in der Offline-Phase, also nach der Aufnahme, gespielt. Ich meine, ich hätte einem Gegner tatsächlich etwas abgenommen durch meine Kampfkunst und habe aber nicht die Waffe bekommen. Also mir schleicht immer noch der Verdacht, dass irgendwas nicht so richtig ist hier. Vielleicht gibt es tatsächlich einen Bug. Und ja, das gucken wir gleich mal. Hallöchen. Dann geht's mal los. Chopper, hm? Ah, ich liebe Chopper. Was hältst du von diesem? Oh, meine... Ja! Okay, das war eine kurze Zwischensequenz. Die Auswahl wollte ich jetzt nicht nehmen. Ich bin stehen geblieben, weil mir schleiche Verdacht ein, aber ich habe jetzt die Kettensäge, von daher ist das in Ordnung. Also, das Spiel, oh, den kann ich, glaube ich, nicht schlagen. Ich glaube, da brauche ich was anderes, ein Holzbrett oder sowas. Der ist zu schnell. Ja, das bin ich. Also, ich wollte sagen, ob vielleicht das Spiel einen Bug hat, dass ich die Waffe nicht bekomme. Weil ich meine nämlich beim letzten Spielen, und ich meine, es wäre offline gewesen, dass ich hier nicht die Chance hatte, die Waffe aufzugreifen durch einen Fehler. Vielleicht gibt es aber auch schon ein Bug-Request oder irgendwie eine Bug-Behebung. Kann man irgendwie sehen, was ich... Ich habe die Waffen hier tatsächlich, ne? Kettensäge, okay. Tja, keine Ahnung. Aber vielleicht gab es auch schon ein Update mittlerweile. Ich bekomme es hier nicht immer so mit. Allerdings spiele ich auch relativ... Okay. Ich nehme meistens immer ein paar Folgen auf, wenn ich es irgendwie schaffe. Deswegen sollte eigentlich kein Update gewesen sein, aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben ja hier schon Kettensägen und eine coole Musik. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist schon cool. Also macht Spaß. Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um die Kollegen hier zu schlagen. Deswegen musste ich auch noch, dass ich die Frau mit dem Dünger schlagen kann, die rothaarige. Aber gut. Oh, wir haben mal hier. Schätzelein, jetzt nehmen wir dir mal die Kette hier. Da schlagen wir doch. Wow, bist du wirklich ein Ekelhafter Volk! Okay. Die Waffe brauche ich nicht mehr. So, schauen wir mal, was wir jetzt haben hier. Die Kettensäge, die ist das Beste. Na, war das abgeworfen oder sowas? Schadi. Ich weiß gar nicht mal genau, was man alles hier überhaupt fangen muss. Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall drei... War das wieder drei Sachen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall brauchen wir... Oh Gott, das ist ein Dicker hier. Mit dem. Nehmen wir nochmal die Kette. Da kriege ich ein paar um die Koppel hier. Nichts bekommen, schade. Okay. Ja, wie gesagt, wir brauchen unter anderem auf jeden Fall die Brille von dem Käfischtypen. Und ich meine nämlich zu erinnern, dass man die nicht einfach so... War das abgeworfen oder sowas?
Kann ich eigentlich hier gegenfahren? Ne, da passiert nichts. Was ist passiert? Fahren wir mal raus und in den nächsten wieder rein. So, ich bin immer etwas irritiert, weil da steht Stopp. Kann ich hier nicht weiter? Doch. Nein. Ach, Ben. Nimm dein Bike. So, ab die Post. Genau, da steht nämlich Ausfahrt nehmen. Das ist ja gar keine Ausfahrt. Deswegen war ich etwas irritiert. So, jetzt die nächste nehmen wir aber. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die Kette. Das ist die erste Wahl oder sowas. Das ist schon... Ah, nee, guck mal, das geht gar nicht. Also da muss ich sagen, da mag ich doch die neue Fassung. Ja, los, greif an. Den hatte ich doch schon, oder? Komm, weg mit dir. Ich brauche diesen einen Turbo-Typen mal. Den habe ich, glaube ich, noch nicht geschlagen. Es sind gar nicht so viele Gegner, wie ich irgendwie in Erinnerung hatte. Den brauche ich, ja. Den brauche ich. Das ist der Turbo-Typ da. Da brauche ich das Benzin. Weil ich habe ja schon die, Was ist los? Blei in der Hose? Du hast... Da sollten noch ein paar Boots übrig sein. Ich grins. Cool. Ja. Okay, den Cavefish brauchen wir, also wir haben jetzt den Ventilator. Ach nee, den will ich gar nicht haben. Komm, fahr weiter. Komm. Nehmen wir mal die Kettensäge. Wieder da? Gut. Nee, ich hab keine Lust. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Zeit fürs Picknick. Ja. Jawoll, ich wollte es gerade sagen. Wie gesagt, wir haben den Hoover, das Hoover-Teil haben wir ja schon bekommen. Jetzt haben wir das Benzin. Und wir brauchen... Jawoll, die Brille. So, jetzt haben wir Brille, Benzin und, wie gesagt, dieser Ventilator. Und ich finde das Tattoo ist einfach zu geil. Hat das auch tatsächlich, hat es auch früher. Ja, das ist Dieses Mal bleibst du. Das klappt nicht. Ich weiß nicht, ob ich den noch besiegen muss. Das muss ich kurz überlegen. Das war jetzt doof. Ich hätte besser eine andere Waffe genommen. Dass er auch die letzte nicht behält. Du willst noch mehr? Ja, Schätzchen. Oh yeah. Nee, da hätte ich den Dünger benutzen müssen. So, jetzt habe ich die Schutzbrille auf. Ausfahrt. Höhle. Ich glaube, einfach mal jetzt. Gut. Muss ich hier absteigen? Muss ich mal schauen. Okay. Kann ich da rausgehen? Bin noch nicht verrückt. Ja, da hast Bin du recht. Noch nicht verrückt. Bin noch nicht verrückt. Aber dann fahren wir mal weiter. Ich überlege, ob ich besser speichern müsste. So. Gehen wir weiter. Okay. Das sind die Pseudoräume, die sogenannten. Jawohl. Da ist die Rampe. Was ist das für ein Wahnsinn? Was ist das für eine Höhle hier? Festung?
Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Definitiv. Kann ich die Rampe nehmen? Was genau hat er jetzt gemacht? Okay. Aber da hat er eben so einen Chip hier abge... Na gut. Oh, fahren wir einfach mal raus. So. Ich muss kurz überlegen. Wir brauchen die Rampe ja an diesem einen... Ja. Ich muss überlegen. Wie war das nochmal? Wir müssen dir... Genau. Oh, geht automatisch. Gut. Alles klar. Mit den Kerlen bin ich fertig. Was hat er gemacht? Schnipp. Ja, cool. Ja, das ging ja doch besser, als ich dachte. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Leider eine kurze Folge. Aber in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite der Brücke. Und ich denke, da kommen wir schon relativ zügig Richtung Auto Derby. Wir müssen es, glaube ich, noch mit dieser einen Gang benutzen. Und ich glaube, ich befürchte schon fast, wir müssen uns mit diesen komischen Häschen zufrieden geben. Die explodieren irgendwann. Aber all das noch und viel mehr sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.